Hallo und willkommen zurück bei Halo 4 Spartan Ops. Wir machen jetzt The Cauldron Base, Kapitel 4 von Episode 5 auf der Map The Cauldron. Die vorgeschobene Basis Magma hat einen Hilferuf abgesetzt. Feuerteam Crimson ist auf dem Weg. Die vorgeschobene Basis sichern. Eine vorgeschobene Basis. Kann man die auch wieder zurückschieben? Doofer Witz. Und Betroffene schweigen. So muss das sein. Hallo Crimson, Roland hier. Wie geht's denn so? Naja, genug geplaudert. Eine UNSC-Basis wird angegriffen und die brauchen euch. Daraus besteht euer ganzes Leben, oder? Roland, raus aus der Leitung. Crimson, Sie landen mitten im Gefecht. Helfen Sie den Marines, den Außenposten zu verteidigen. Ich versuche, Unterstützung zu besorgen. Na endlich! Unterstützung! Unterstützung in Form eines Mantis. Dauert nur eine Weile, bis wir da sind. Weil wir müssen eine Weile laufen. Und das Ding kann ja nicht rennen. Wo sind die hergekommen? Crimson, diese Jungs sind nicht ihr Primärziel. Die vorgeschobene Basis braucht ihre Hilfe. Muss natürlich den Weg hier auch laufen. Nicht euer Ernst jetzt hier hinter mir. Ja, ich versage gleich am Anfang. Wer hätte das gedacht? Und ich bin tot. Alter, den kann ich jetzt schon stehen lassen. Ja, kann ja nicht ahnen, dass da auf immer hinter mir nochmal welche kommen. Obwohl, eigentlich hätte ich das ahnen können. Eigentlich hätte ich das ahnen können. Scheiß drauf. Kaputt. Außer wir hätten jetzt jemanden, der das reparieren kann. Gibt's aber nicht. Von mir aus kannst du da einsteigen, wenn du willst. Bist du vielleicht so etwas nützlich. Und es ist viel schöner, wenn die ganzen Gegner einfach vor mir sind. Ist ja schön, dass sie alle Allianzler umlegen, denen sie begegnen. Aber die Marines in der Basis brauchen jetzt ihre Hilfe. Ja, auf dem Weg sind nun mal Gegner und die muss ich töten, ansonsten werde ich getötet. Hä? Miller. Die Allies wollen unsere Generatoren vernichten. Wenn wir die verlieren, verlieren wir die ganze Basis. Sie haben es gehört. Verteidigen Sie die Generatoren vor Allianzangriffen. Ja, das ist möglich. Ist sogar möglich, keinen vom irgendwie zu verlieren. Ach, das ist Verbündeter. Okay. Warum sind meine Raketen alle? Jetzt kommen sie von hinten gleich. Mann, blöder Nachzügler. Ach. Wo sind denn die alle? Sind das jetzt hier? Sind das alle? Wozu braucht ihr mir nicht jetzt hier? Wenn ihr vernünftig schießt, könnt ihr die auch alle töten. Ohne Probleme. Ja, ich weiß. Verdammt. Könnt ihr töten? Aufladen, dankeschön. Schneller, bevor das Ding abhaut.
Ach, egal. Hauptsache. Crimson, ich sehe ein paar Geschütze, die nicht von den Marines aktiviert wurden. Wenn Sie das tun, könnte das Ihre Situation beträchtlich erleichtern. Ja, dann werde ich das gleich mal tun. Muss mich nur beeilen dabei und der braucht so lange beim Aussteigen dafür. Das eine Geschütz kann ja nur nach da oben schießen, beziehungsweise ziemlich scheiße platziert sogar eigentlich. So, das andere Ding auch noch. Ist das schon kaputt oder was ist das? Hä? Das ist schon kaputt. Großartig. Großartig. Nervt mich das Scheißding mehr. So. Können wir uns jetzt hier auf die Seite sozusagen konzentrieren. Denn auf die... Ja, hinter uns ist nichts mehr. Ja, bisher ist es nicht so spannend. Läuft, sogar die Leute sind noch am Leben. Dafür, dass ich gleich einen Anfang Scheiße gebaut habe, ist es eigentlich jetzt ganz gut. Habe ich das Geschütz abgeschossen? Nein, noch nicht. Ah, jetzt. Ah, da kommen die Jäger. Ein Jäger weniger und nochmal. Ganz vergessen, dass man auch stampfen kann. Kann ja mal endlich sterben, danke. Oh, sieh mal da. Was wollt ihr denn? Oh, da... Ich hab den einen Reaktor außer Acht gelassen. Kannst du mal nachladen? Du lädst immer so langsam nach. Finde ich nicht so geil. So, was kommt denn jetzt schon wieder? Ah, die landen immer da hinten. Sonst noch was... Also der könnte vielleicht jetzt kaputt gehen. Wenn ich mich doof anstelle. Ja, wenn man beide schafft zu beschützen, beide Reaktoren, dann kriegt man ein Achievement. Ist eigentlich gar nicht das Problem. So, jetzt kommen die von da. Kurz mal da eine Rakete rein. Sind sie alle tot. Da eine Rakete rein. Und tschüss. Tschüss, ihr Bein, habe ich gesagt. Kann das Ding mal kaputt gehen da? Danke. Ja, der Reaktor geht gleich flöten. Ja, ich würde die bekommen. Ja, verdammt. Habe ich leider nicht drauf geachtet beim ersten Mal. Jetzt hier gerade, bla.
ist ja auch egal, Hauptsache in das Ganze. Spartan Miller, ein Notfall. Der ganze Tag ist ein einziger Notfall, Roland. Spartan Thorns IFF-Tag befindet sich innerhalb von Crimsons Einsatzgebiet. Thorn? Von Majestic? Genau, der Thorn. Was macht der da? Keine Ahnung, der Rest von Majestic ist immer noch an Bord der Infinity. Ich markiere Crimson einen Wegpunkt. Okay. Warum? Sind wir jetzt hier fertig? Jetzt schon? Mensch, das ist die kürzeste Folge. Tatsächlich. Wenn dem so ist, dann mache ich das hier vielleicht öfters. Für ein paar Punkte spielen. Oder kommen jetzt noch ein paar Gegner? Keine Spartans hier, Roland. Ja, aber es gibt Anzeichen eines Kampfes. Sekunde, analysiere. Diese Spuren entstanden vor Crimsons Ankunft. Sie weisen eine schwache Bewegungsrichtung weg von diesem Gebiet auf. Lächerlich! Lächerlich! Wie kurz! Keine Ahnung, der könnte ja... Weiß ich was, ich habe ja noch längere Folgen, die mal... Ja, das ist die kürzeste Folge bisher. Toll. Wie viele Punkte? Ich krieg trotzdem meine 2966 Punkte. Also würde sich das jetzt lohnen, dass ich das ein paar Mal hintereinander jetzt spiele. Für ein paar Punkte, damit ich irgendwann mal eine neue Rüstung habe. Irgendwann. Ja, und dann... Dann sind wir fast fertig. Mit der ersten Hälfte sind wir fast fertig. Yippie! Nee, das hänge ich jetzt nicht ran. Ich weiß nicht, wie lang das ist. Und pro Kapitel eine eigene Folge halt. Ihr habt da jetzt Pech. Habt da halt wenig zu gucken. Was wir mal machen könnten, ist mal hier so reingucken. Dann sieht er das auch mal. Hier. Was hier so an Rüstungszeug gibt. Hier kann ich alles freispielen. Der Warmaster Helm, den könnte ich demnächst freispielen. Den hätte ich gern, obwohl eigentlich ist der Defender Helm cooler, finde ich. Hab natürlich noch nicht alle freigeschaltet. Noch nicht alle Rüstungsteile, alle Helme. Ich finde den EOD-Helm so hässlich. Früher war das immer mein Lieblingshelm, aber in Halo 4 ist der einfach nur hässlich. Dadurch, dass der halt nur noch so eine kleine Augen hat. Und nicht dieses Komplettvisier. Nee, da gibt es hier noch Oberkörper. Je nach Belieben muss ich natürlich alles freispielen. Stufe 50, denn irgendwelche Herausforderungen bestehen. Bla, Defender. Einfach mal durchseppen, dann kann man hier noch Visiere ändern. Warum es kein Orange gibt als Standard, weiß ich auch nicht. Gibt, glaube ich, noch mehr Farben. Die Beine, die ich habe, sind cool. Dann gibt es dann auch Unterarme. Die finde ich auch cool, die ich gerade habe. Obwohl, die gehen eigentlich auch noch. Oh, die Shifter sind cool eigentlich. Obwohl, die sind nicht so... Die, ja, sind runder. Finde die runder irgendwie cooler. Cool. Dann kann man sich hier noch die Sachen so einstellen. Da gibt es auch verschiedene Sachen. Nutzen wir dafür mal die Zeit, die wir noch haben. Ich habe ja noch Sportenpunkte, die ich ausgeben könnte für irgendwelche Abilities. Steht ja alles da. Versorgung ermöglicht das Aufnehmen von Granaten aus. Ich habe keinen Bock zu lesen. Bla, das war alles zu kurz. Gibt's einen Haufen Zeug. Prometheaner-Sicht habe ich mir vor kurzem erst gekauft. Könnte ich mal irgendwo ausrüsten. Ist manchmal ganz nett.
Na. Ja, eigentlich, ja, das war's. Bis zur letzten Folge sozusagen, bevor es mit den neuen Karten losgeht. Endlich neue Karten dann. Ah, Crowley finde ich eigentlich cool. Ja, bis dann. Glück auf, euer Hyde.